Hey Leute, Kramix hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP und heute habe ich mir mal was ganz Besonderes überlegt, Leute, und zwar gibt es heute eine fette Challenge gegen Amir, Leute. Ihr seht hier gerade schon so zwei riesige Abschleppwagen hier von meiner iCramix Security Firma und einen Abschlepper habe ich sogar extra orange gefärbt, Leute, für Amir. Amir, komm mal raus da hinten, hör mal auf, dich zu verstecken jetzt hier. Hey, guck mal hier, was ich da habe. Ich werde heute viel abschleppen hier. Toll, du hast einen Abschlepphaken geklaut, super, ja. Toll, Amir. Leute, lasst dafür auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Die Regeln lauten folgendermaßen, und zwar, Amir, jetzt gut aufpassen. Wir beide haben jetzt gleich 13 Minuten Zeit, um Autos zu finden, aber nicht irgendwelche Autos. Und zwar, ich darf nur Autos in meiner Lieblingsfarbe finden, also blaue, und du darfst nur Autos in deiner Lieblingsfarbe finden, also orangene. Diese Autos, die man dann findet, du musst 3 Stück suchen für 3 Challenges, die darfst du dann noch auftunen, und wer dann die besseren Autos hat, hat auch die besseren Möglichkeiten, die Challenge zu gewinnen. Ja, gewinne ich. Ja, du findest vielleicht bessere Autos, aber bist trotzdem schlechterer Autofahrer. Also freu dich nicht zu früh. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen das Ganze hier natürlich auch mit einer Stoppuhr. Ich habe den Timer bereit. Und zwar, Amir, 13 Minuten laufen ab. Was geht ab, Leute? Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Mein eigenes Buch erscheint, Leute. Ich bin extrem stolz auf das Ergebnis. Mit Vollgas durch Los Carros heißt der ganze Titel. Wir müssen die ganze Stadt retten. Das Ganze spielt einfach wie meine GTA-Videos, Leute, als Erweiterung quasi. Da ist zum Beispiel Turan mit dabei. Paul Berger kommt noch drin vor. Stani auch mit dabei, Leute. Wir müssen die gesamte Stadt retten. Richtig viele Bilder auch mit dabei. Wenn ihr meine GTA-Videos feiert, werdet ihr dieses Buch auf jeden Fall auch feiern. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze mal abcheckt. Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jetzt, Leute, ihr seht jetzt hier auch den Countdown eingeblendet. Oh, Entschuldigung. Ey, auf hier zu sabotieren, Junge. Entschuldigung, okay, okay, Leute, wir fahren jetzt hier mal direkt mit unserem Abschleppwagen los. Wir dürfen jetzt nur noch blaue Autos uns raussuchen und wir brauchen richtig gute Dinger, Leute. Wir brauchen richtig, richtig gute sein. Okay, der Timer läuft. Okay, hier ist was Rotes. Oh, da ist was Blaues. Bin ich smart. Also wir brauchen auf jeden Fall. Wenn ich einen blauen Sportwagen sehe, ramme ich das einfach die ganze Zeit, damit es kaputt geht. Du bist ja ein richtiger Held, Arne. Oh, da hinten ist ein blaues Auto. Was ist das? Was ist das, Leute? Kann das was? Ah nein, das ist voll das Schrottauto. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall nicht. Also wir können auf jeden Fall auch ab und zu mal die Autos wechseln, wenn wir dann nochmal was Besseres finden. Es ist nur wichtig, dass man am Ende der Zeit 3 Autos hat, Leute. Okay, wir fahren mal hier in dieser reichen Gegend hier entlang, hier am Rodeo Drive, hier in dieser Shoppingstraße. Vielleicht sind hier ja irgendwie fette Autos. Kann hier irgendwie so ein Sportwagen stehen oder so für die erste Challenge? So ein blauer Sportwagen wäre eine schöne Sache. Ey, Bro, ich sehe hier voll wenig blaue Autos. Was denn jetzt los? Ist richtig schwer jetzt hier. Oh, oranges Auto gefunden. Oh nein, und was ist es? Ist es was Gutes? Ja, so ein Schmutzauto. Aber egal, wir holen schon mal mit, damit ich keinen Zeitstress habe, weißt du? Oh, warte mal, was haben wir denn da vorne? Oh, hier ist was Blaues. Das ist ein Porsche. So, bitte einmal aussteigen hier, ist die Herren. Ist ein Porsche SUV, vielleicht für Sumo Battle. Gar ganz nicht mal schön. So ultra schlecht. Wisst ihr was? Ich werde mir den jetzt einfach mal schnappen hier. So, so Leute, wir machen jetzt hier einfach mal ganz kurz Trick 17. So, gib mir dein Auto, dankeschön. Und jetzt werden wir den schnell auf den Anhänger laden. Ist ein blaues Auto, ist ein hellblau. Also das zählt, Leute. Das, ach, ey, komm, steig doch hier auf der richtigen Seite jetzt hier mal ein, Junge. Die Zeit läuft. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Leute. Schnell, 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 schnell. Wir müssen jetzt hier mal ganz schnell aufladen auf unseren Hänger, Leute. Weil das wird das erste Auto in unserer Sammlung sein. Also ich denke, wenn wir den auftunen... Ach nee, das ist so ein Audi Q8-mäßig hier, Leute. Ich denke, so aufgetunt ist die Kiste gar nicht mal so schlecht, Leute. Vielleicht für ein Sumo-Battle. So ein dicker SUV. Also ist okay. Es haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker. Aber ist jetzt auch nicht todesschlecht, ne? So, wir fahren jetzt hier mal die Laderampe direkt runter. Hey, was soll das denn? Ich habe gesagt, Laderampe runter. Okay, 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 Leute, der Anhänger ist runtergefahren, hat gerade ein paar Faxen gemacht, jetzt geht's wieder. So, jetzt aber hier ganz schnell, jetzt aber hier ganz schnell. Oh, nein, 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 Waffe wegpacken, Waffe wegpacken. Leute, dieses Autos abschleppen, das dauert hier seine Zeit, ne? Das darf man nicht unterschätzen. So, Haken nehmen bitte. Einmal den Haken nehmen. Okay, so Haken haben wir, Leute. Haken und abschleppen. Wo sammeln wir unsere Autos eigentlich? Dürfen wir die einfach einen Sammelpunkt selber machen? Haken anbringen. Ich würde sagen, da, wo wir gestartet haben. Oh nein. Ey, Bro, manchmal hängt das hier ein bisschen. Okay, der Haken ist jetzt dran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Leute, und ranziehen. Also wir sind gar nicht mal so gut mehr gerade in der Zeit, weil das einfach alles voll lang gedauert hat. Jetzt hier abschleppen. Wie läuft's bei dir? Wie viele Autos hast du? Ich habe eins, aber ich... Oh, genau hier haben wir das aufgeladen. Oh, sehr gut. Okay. Und Auto... Oh mein Gott. Ah, noch ein Stück, fahren wir nach hoch. Und jetzt Auto anschnallen. Okay, Auto ist angeschnallt, Leute, let's go. Wir haben unser erstes Fahrzeug gefunden fürs Sumo. Und hier wäre ein blauer BMW. Nein, aber ich muss den erst wegbringen. Oh, Leute, nein, nein, nein. Ey, wir müssen eigentlich hier an diesem BMW ranbleiben. Das wäre übelst gutes Auto für das Rennen. Aber wir müssen jetzt hier mal ganz schnell... Oh, hier fahren aber gerade einige blaue. Hier ist noch ein blauer BMW. Wie gut ist das denn? Okay, und... Ich bin dafür, BMW ist nicht drin, okay?
Zack, Leute, das Auto abgeliefert, let's go. Oh, Leute, schnell, schnell, schnell jetzt hier runterfahren, die Kiste. Steig doch mal ein jetzt hier, Junge. Ich drehe hier gleich durch. Wo ist denn jetzt hier der Haken? Die Zeit läuft doch, die Zeit läuft doch. Anschnallen, nee, nee, abschnallen, abschnallen. Hier, steig doch mal bitte jetzt hier ein in das Auto. Ach, komm schon. Okay, Leute, sehr gut. Wir haben den Wagen abgeliefert. Let's go. Was sagt die Zeit? Okay, 8 Minuten 40. Sieht's hier von der Zeit her aus. Wir beide haben ein Auto. Also wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Aha. Oh, okay, okay. Nein, wo sind denn jetzt hier die blauen BMWs, die hier waren? Oh, nein, nein, nein. Oh, mein Gott, was ist das denn? Oh, was mein denn? Gott. Seht ihr das, was ich sehe, Leute? Nein. Hier fährt ein blauer Ferrari. Nein! Oh mein Gott, ich muss den jetzt schnell holen. Ich muss den jetzt ganz schnell hier holen. So. Aber wo bist du genau? Damit vielleicht sieht es auch orange, ne? Nee, nee, nee. Nee, gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht. Hm, machst Auge, sagt er. Bam, weg mit dir! Ey, das, Leute, das Auto, es könnte kein besseres Auto für ein Rennen geben. So, weg mit dir, Schmutzbengel. Oh mein Gott, Leute, das ist ja richtig gut. Das ist ja jetzt hier richtig, richtig gut. So, zack, dachte, zack, das Rennen gewinnst du, oder was denkst du? Ja, was heißt gewinne ich, ne? Es kommt ja auch immer noch mal drauf an, wie man fährt und so, aber... Ach, verdammt, das ist ein braunes Motorrad, kein orangenes. Aber, Bro, ich sage auch ehrlich, orange ist auch irgendwie eine schwierige Farbe. Ja. Ich habe hier noch... Digga, was... Ey, mein Anhänger backt voll rum, was ist das denn hier? Okay, ey, komm, Anhänger, mach jetzt keine Faxen, die Zeit läuft, wir müssen auch hier weitermachen. Okay, komm, 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 ey, hört auf, mir hier in mein Auto reinzufahren. Lass meinen blauen Ferrari in Ruhe, ja? Was ist, wenn ich einen orangen Abschleppwagen finde von irgendwem? Ein Abschleppwagen? Was willst du denn mit einem Abschleppwagen? Ja, Sumo Battle. Kannst auch einen Abschleppwagen nehmen, wenn er orange ist. Hier ist das völlig Rain Train. So, schnell, schnell, schnell. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Jetzt hier den Wagen aufladen. Leute, das ist unser zweites Auto. Die Zeit läuft. Wir haben, Armin, wir haben nur noch weniger als 7 Minuten. Checkst du das eigentlich? Okay, Haken ist dran, Haken ist dran. Jetzt hochfahren, Leute. Ich muss auch sagen, ich bin hier bis jetzt noch gar nicht weit weggefahren von unserem Startort, von unserer Startlocation. Ich werde jetzt hier aber auch gleich mal ein bisschen... Ey! Ey, mir fährt ein NPC... Digga! Mir fährt hier ein NPC rein. Armin, du hast den doch bezahlt, Digga. Okay, also, kannst du die Anschuldigung beweisen, mein Freund? Digga, Armin hat den Typ doch bezahlt. Random fährt er mir auf einmal hier ins Auto rein. Ey, Mann, Auto anschnallen. Ja, okay, aber egal, ich konnte anschnallen, alles gut. Dein Sabotageversuch ist fehlgeschlagen, Amir. Schade, dein Verhalten. Bro, ey, mein Auto fährt drauf und random fährt er mir auf einmal voll in den Hänger rein. Ich glaub's ja wohl nicht. Okay, weiter geht's, alles gut. So, okay, also wir haben jetzt schon ein SUV und ein sportliches Auto. Ich muss ehrlich sagen, ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Okay, Amir, so, oh mein Gott, Leute, unsere Autos, ich bin richtig zufrieden. So, jetzt hier noch schnell abladen, den Hasen. Amir, also ich sehe bis jetzt erst dein Auto hier von dir, ne? Läuft nicht so gut bei dir, oder was? Ja, guck mal, wer angekommen ist. Ich glaube, es läuft bei dir nicht so gut, kann das sein? Ja, glaubst du? Guck mal. Ich glaube, es läuft nicht so gut. Ja, guck mal hinter dir. Hä? Ja. Wie? Ja. Digga, er bringt einfach noch einen Abschlepper. Das ist ja voll unfair fürs Sumo-Battle. Ich hab dich doch gerade gefragt. Ich dachte, so ein kleiner. Du hast ja einen Riesenabschlepper geholt hier. Du musst mal im Dings gucken. Alter, okay, das ist ja richtig krass für Sumo-Battle. Okay, das war ein smarter Move von Amir. Aber gut, Leute. Amir, was sagst du hier zu meinem Ferrari, den ich hier gefunden habe? Oh, den kenne ich sogar. Der ist strong. Der ist sehr, sehr strong. Okay, aber Leute, weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie noch 4 Minuten oder sowas. Ich weiß nicht. Ihr seht ja den Timer hier eingeblendet. Keine Zeit verlieren. Okay, Armin, wir haben jetzt noch 4 Minuten 30 laut meinem Countdown. So, okay, also das ist überhaupt nicht mehr viel Zeit. Wenn man noch mit einberechnet, dass man die Autos aufladen muss, hier zum Zielort wieder bringen muss. Oh nein. Hier ist noch so ein BMW, Leute, der ist auch blau. Sollen wir einfach auf safe diesen BMW nehmen? Ah, wir brauchen noch was für die Eisrampe. Was denn immer krass auf Eisrampe? Wobei, so ein BMW hat ja schon irgendwo Grip auch. Ich glaube, schlecht ist die Kiste nicht. Weißt du, was mir einfällt gerade? Was Wenn du denn? Rot hast, ist ja voll easy. Du kannst ja Krankenwagen und Feuerwehrwagen holen. Boah, oh mein Gott, stimmt. Das ist ja übelst krass. So, warte. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt hier einfach den BMW, Leute. Ich will jetzt hier nämlich nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir können ja mit dem BMW oben drauf vielleicht nochmal rumfahren. Oh mein Gott! Nein. Oh, ey, fast wäre der abgehauen hier. So. Was hast du? Was hast du, Armin? Was hast du? Ich habe den Fake R8 gefunden. Boah, okay, auch strong. Sehr, sehr strong. So, okay, wir laden jetzt hier schnell mal den Wagen auf. So, ich hoffe, die nerven jetzt hier nicht die ganzen NPCs. Rampe runterfahren. Keine Zeit verlieren, Leute. So, sehr gut. Und den BMW holen. Wir laden den BMW auf, Leute, und dann fahren wir mit der restlichen Zeit, würde ich sagen, noch mit dem BMW oben drauf rum. Weil vielleicht finden wir noch irgendwas Krasseres. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass so ein Motorrad eigentlich ganz
gut noch für die Eisrampe ist. Ich glaube, Motorrad war eigentlich immer ganz nice auf der Eisrampe. Okay, komm, jetzt aber schnell hier aufladen. Umso schneller wir den aufladen, desto mehr Zeit haben wir gleich. Und desto mehr Zeit haben wir, desto bessere Autos finden wir und desto besser sind wir bei den Challenges. Ihr wisst Bescheid, Leute. Oh, und anbringen. Haken anbringen. Oh, manchmal braucht der Abschlepper hier ein bisschen, ne? So, und wir sind halt nicht der Abschleppmeister Uwe hier. Mhm, das bin ich. Ich bin Abschleppmeister Abia. Aber, also du hast jetzt auch deine drei Autos, ne? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Ganz genau. Und danke für den Tipp, daran habe ich gar nicht gedacht, mit dem Auto einfach weiter rumzufahren, was Besseres zu finden. Ja. Wissen wir, dass du öfter mal nicht so weit denkst, Amir. Ja, ist doch so, kein Problem. Und anschnallen. Ja, oh, nice, hat funktioniert. Okay, Leute, Wagen ist angeschnallt. Wir haben jetzt noch 2 Minuten 20, Amir. Also das ist hier wirklich ist richtig schwierig, hier in der Zeit so gute Autos zu finden. Ja, eine ganz spannende Geschichte. Und jetzt werde ich mal noch gucken. Also Leute, wir brauchen jetzt eigentlich... Ich sage euch ehrlich, ich bin eigentlich mit meinen Autos bis jetzt ganz... Oh, da vorne, guck mal, da vorne ist Armin. Was hast du denn gefunden? Ah, der R8, ne? Der Fake R8. Ja. Okay, auch strong. Der Fake R8, Alter. So. Okay. Warte, was ist da vorne? Was ist da vorne noch Blaues? Oh, hier ist noch ein Sportwagen. Sogar hier neben iCrimex Blau. Oh, aber das Ding ist, weiß ich gar nicht. Würde ich nicht mit auf die Eisrampe hochfahren mit Heckantrieb? Ich glaube, da ist unser BMW hier mit Allrad gar nicht mal so schlecht. Wir fahren mal hier trotzdem noch ein bisschen in andere Stadtteile rein von der Stadt. Ist hier noch ein blaues Auto, Leute? Rot gegen Blau, die Challenge. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Ganze feiert und wenn wir das nächste Mal mit anderen Farben noch machen sollen. Nee, nicht Rot, sondern Orange gegen Blau hier. So, voll falsch. Mhm. Schreibt mal noch Farben in die Kommentare, mit denen wir das nächste Mal testen sollen. Vielleicht Schwarz gegen Weiß oder Grün gegen Lila. Keine Ahnung, Leute. Ich glaube aber ehrlich gesagt... So. Ich glaube ehrlich gesagt... Guck mal, wir fahren nochmal hier beim Autohändler vorbei. Ich glaube, ich finde nichts Besseres mehr. Eigentlich müsste man hart auf hart mal auf einem Highway entlangfahren, weil da sieht man ja richtig viele Autos immer. Ich habe aber auch kein einziges Motorrad gesehen, Digga. Man sieht kaum Motorräder. Motorräder habe ich nur schwarz, rot oder braun gesehen. Ist hier noch irgendwas? Nee, ich sehe hier keine blauen Autos. Okay, Leute, ich glaube, was sagt die Zeit? Die letzten 20 Sekunden jetzt, Amir. Also, wenn du jetzt noch irgendwas ändern willst, dann jetzt. Ja, nee, ich hier ist noch ein blaues Auto. Was ist das denn? Nein, auch nichts. Auch nichts, schade. Okay, Leute, dann würde ich sagen, die Zeit ist abgelaufen. Wir gehen zurück zum Treffpunkt. Ey, Leute, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Ich habe den BMW auch gerade schon abgeliefert. Aber schaut euch mal an, was ich hier gerade gefunden habe, Leute. Oh mein Gott, wenn ich das Amir gleich zeige, was ich hier gefunden habe, was er hier hätte haben können, das stand hier einfach so am Straßenrand. Das hätte er natürlich auch nehmen dürfen, weil das auch orange ist. Wisst ihr was? Ich bringe das jetzt Amir einfach mal mit, um ihm das richtig schön unter die Nase zu reiben, was er hier verpasst hat, Leute. So, Amir, bist du zufrieden mit deinen Autos? Natürlich. Okay, ja, mal schauen, ob, das kann man nicht finden. Mal schauen, ob du immer noch zufrieden bist, wenn du siehst, was ich hier hinten drauf hab. Hey! Ey, Armin, den hast du... Den hast, nein, die Zeit ist vorbei, der darf nicht mehr benutzt werden. Du hast einfach einen schwarz-orangenen Eddernen Bugatti da am Rodeo Drive in der Shoppingstraße übersehen. Alter, das war mal das krasseste Sportauto in GTA, aber den darfst du jetzt nicht benutzen. So, dann schauen wir mal Amirs Ausbeute, okay? Also ist auch nicht schlecht, Digga, sag ich dir ehrlich, was du hier hast. Vor allem das Sumo-Battle-Ding ist natürlich strong, auch ein Sportwagen fürs Rennen. Gut, Eisrampe, das Ding, was du da hast, weiß ich jetzt nicht so genau. Das hier ist meine Auswahl. Ich bin sehr gespannt, Leute, wer besser sein wird. Aber, Amir, bevor wir starten, darf natürlich jeder noch seine Autos jetzt mal auftunen, ja? So, und das werden wir jetzt auch mal machen, Leute. Ich werde die Autos jetzt natürlich richtig gut tunen hier. Warte mal, wir wollen starten. Und zwar, wir machen ja den Audi-SUV, den machen wir ja zu unserem Sumo-Battle-Fahrzeug. Ich will ja nichts sagen, Max, aber bist du nicht langsam eingerostet mit dem Tune? Ich tune ja jeden Tag. Warum soll ich da eingerostet sein? Oh, Mann, mir denkt, man braucht da irgendwas Besonderes zum Tunen. So, ja, natürlich haben wir alles schon hier in iCrimex-Farben. Aber die Felgen sehen noch ein bisschen nicht so gut aus. Dann machen wir auf jeden Fall noch krassere Reifen drauf. Was können wir hier Sekundärfarbe noch machen? Machen wir auch einfach mal das Blau hier. So, der Wagen, der sieht doch schon mal richtig gut aus hier. Reifen. So. Zack. Naja, mach du mal ruhig. Ne? Ich mach doch schon hier. Beruhig dich mal, Amir. Ja. Oh, Leute. Nein. Da gibt's schon. Was mache ich denn hier jetzt hier? Nein. Schnell. So. Weil wir haben jetzt auch nur 3 Minuten zum Tunen, Amir. Also beeil dich besser. Ey, ich dreh durch. Ich bin dumm. Ich verklick mich hier die ganze Zeit. So. Jetzt nochmal. Jetzt hier, die wollten wir haben. Und
Zack, also gut, Leute, das heißt, unser Sumo-Battle-Fahrzeug ist fertig. Viel mehr kann man ja hier nicht machen. Dann kommen wir zu unserem Rennfahrzeug. Mit dem Auto wollen wir ja das Rennen fahren. Machen wir natürlich auch mal. Oh mein Gott, der hat ja voll die kranken Tuning-Optionen. Auf einmal hat der so eine Carbon-Haube hier und so. Oh, so, fertig. Alter, mit dem oh mein Gott. Ich glaube, unser Race-Car wird eine ganz, ganz wilde Nummer. So, machen wir natürlich auch hier das Electric Blue iCrimex Blau drauf. Oh, alter Amir, ich glaube. Ich glaube, ich habe hier was ganz, ganz Krasses gezogen. Sage ich dir hart auf hart. Glaubst du? Ich hab hier was Krasseres gezogen, sag ich hart auf hart. Das glaube ich nicht, Amir. So, sehr gut. Haben wir auch getuned. Dann kommen wir zu unserem Fahrzeug, womit wir die Eisrampe bezwingen wollen. Hier dieser BMW. Machen wir natürlich auch nochmal hier ein dickes Tuning drauf. Viel verändert sich hier nicht. Ein bisschen andere Reifen und so. Jetzt machen wir noch hier schön natürlich auch unser iCrimex Blau drauf. Und bam, so Leute. Oh, der hat sogar noch eine Sekundärfarbe. Da machen wir auch noch das iCrimex Blau drauf, damit das hier schön aussieht. Und ach, Marc. Bist schon fertig oder was? Ich bin schon fast, fertig, ja. Okay, okay. So, hier nochmal da, kurz die Reifen hier nochmal festdrehen. So, dann machen wir hier Trick 17. Also ich bin fertig, ne? Wenn Sie verlieren wollen, Herr Max, dann... Okay. Und Leute, fertig. Gut, dann darf ab jetzt nichts mehr verändert werden. Okay. Amir, dann zeig doch mal deine Ausbeute, die du hier hast. Hier habe ich meinen Fake R8, ne? Okay, ja, der Audi R8, ja, Fake Edition. Ja. Ja, also auch ein Spoiler hat der jetzt hinten drauf. Ja, gut. Ja, dann gut, hier kannst du ja nicht viel machen, ne, an dem nee, Anhänger. Nee, kannst gar nichts machen, ne? Und dann hier mein... Okay. Ich glaube, ich habe sehr viel Zeit, aber auch hier und Ressourcen an den Treppen, an den Reifen gemacht, weil ich immer denke, dass ich dadurch mehr Halt bei der Eisrampe habe. Okay, das ist sehr schlecht. Komm mal mit zu mir rüber. Da merkt man einfach, dass du nur ein zweitklassiger Tuner bist. Ich habe hier nämlich beim Sumo Battle Offroad-Reifen drauf für mehr Traktion und bei der Eisrampe habe ich natürlich auch Offroad-Reifen auf mein BMW gezogen. Aber das Wissen kann natürlich nicht ein zweitklassiger Tuner haben. Weißt du was, Amir? Ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem Sumo-Battle. Let's go. Ja, gut. Bin ich frei. Okay, Leute, wir kommen zum Sumo-Battle. Amir, wer die erste Runde gewinnt, hat Sumo-Battle gewonnen. Es geht nur bis einen Punkt. Okay, dann würde ich sagen, Leute, 3, 2, 1, let's go. Leute, Sumo-Battle ist hier mein größter Problempunkt, weil Amir hier echt smart gehandelt hat, deswegen werde ich hier ein bisschen ausweichen und sich hier einfach einen Abschleppwagen gezogen hat. Er ist auf jeden Fall, hat mehr Power als ich mit meinem SUV, das muss ich ihm lassen. So, aber ich bin natürlich ein bisschen wendiger. Ja, Digi, wenn du Fangen spielen willst, sag doch Bescheid. Oh mein Gott, guck mal, ich habe keine Chance. Ich muss... Bam! Nein. Nicht in die Bombe. Oh, wie knapp war das? Oh. Nein, Mann! Oh mein Gott, er hat mich fast in die Bombe hier reingemacht. Okay, also Leute, im normalen Zweikampf. Oh mein Gott! Ich habe gar keine Chance gegen ihn. Ich muss auf diese Ausweichtaktik gehen. Ich habe gar keine Chance gegen ihn. Komm, Amir, ramm mich doch. Oh, nein. Oh mein Gott. Nein. Ja. Okay. Oh. Gnade bitte. Oh mein Gott, ich bin noch drauf. Nein. Ja, okay, warte, wir machen jetzt ein bisschen mit Anlauf. Hier. Nein, okay, weißt du was? Alles gut, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, Leute, der erste Punkt, Sumo Battle geht an Amir, Leute. Aber wir machen jetzt noch ein Rennen und eine Eisrampe. Ja, let's go. Okay, Amir, als nächstes gibt's ein Rennen. Nimm dein Fahrzeug fürs Rennen. Oh, Leute, wir müssen jetzt unbedingt einen Punkt machen, sonst wird's schwierig. Und markier dir mal auf der Karte... ich würde sagen, lass uns nicht so viel Autobahn fahren. Markier die mal auf der Karte. Siehst du diesen blauen Laptop da? Im Sandy Shores? Genau, den blauen Laptop im Sandy Shores. Links unter dem Flughafen. Den markierst du dir einfach mal. Ja. Und da machen wir jetzt ein Rennen hin. Okay, bist du ready oder was? Lass uns hier starten, oder? Genau, hier an der Ampel schön. 5,1 Kilometer, ne? Jo. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Ey, guck mal bei mir. Ey, das ist ein NPC-Auto. Bro, was rammst du mich denn hier direkt so, du kleiner? Ey, das NPC-Auto Ehrenloser. Kam doch direkt in meine Spur. Der kommt in deine Spur, weil du eine Schmalspur bist, Digga. Ach, Digga, das sagst du. Okay, bis jetzt läuft gut, aber Amir dicht nicht hinter uns. Ich find's auch geil, ich habe jetzt hier extra mal eine Route ausgesucht, nicht nur so geradeaus Autobahn fahren, sondern wirklich mit... Digga, Amir, Alter! Entschuldigung! Kleine Ratte, sondern hier wirklich richtig schön Kurven fahren, Gegenverkehr, dass hier auch wirklich ein bisschen fahrerisches Können gezeigt wird. Nicht also wie bei... Ich, gut,
Russig, nur so Autobahn fahren. Kurz noch geschossen gegen unseren verlorenen Bruder heute. Oh mein Gott. Beide hat's zerrissen hier. Beide hat's zerrissen. Oh, komm. Ich glaube, dein Audi ist aber ein bisschen schneller als meiner. Ich weiß nicht, ob es schneller ist oder Beschleunigung wahrscheinlich besser ist, weißt du? Das kann sein. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh nice, Ami hat's zerrissen. Nein, die Kurve. Besser genommen. Oh mein Gott, diese Autos, was die für ein Handling haben, ne? Das ist Alter, ist das spannend. Ist das spannend hier. Okay, langsam, nicht zu schnell in die Kurve. Oh, sehr gut. Oh mein gut, Gott, die Kurve perfekt genommen. Kurve perfekt. Ah oh nein, er auch. Ich habe auch sehr gut die Kurve. Oh mein Gott, auch wieder flawless. Ja, ich auch. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. What? Wir fahren hier gerade um Mutters Ehre. Oh mein Gott. Wir fahren hier gerade um Mutters Ehre. Oh mein Gott, ja. Nein. Ja, perfekt. Nein. Perfekt, er fährt falsch. Sehr gut. Ja, so falsch fahre ich nicht. Das ist halt nun leider ein bisschen Offroad gerade. Aber Offroad mit Sportwagen, hast dir, glaube ich, keinen Gefallen damit getan. Ja, okay, die letzten Meter, 1,3 Kilometer. Oh, das hat mich jetzt rausgeholt. Das hat mich rausgeholt. Oh, bist du gecrashed oder was? Bist du gecrashed? Nein, ich meine, dass ich Offroad gefahren bin. Ich wollte dich Bro, meiner fährt nur maximal 190 km/h oder so. Okay, jetzt 200. Der, so schnell ist meiner nicht. Okay, dann ist meiner wirklich schneller. Ich war gerade 220. Aber es ist das fahrerische Können. Es ist das fahrerische Können. Und ich bin da, Digga. Ich bin da. Fertig. Ach, Mann, Endstation. Ja, CG, komm, brauchen wir gar nicht warten, bis ich da bin. So, sehr gut. Das heißt, Leute, es steht 1:1 und der Gewinner wird es jetzt auf der Eisrampe entscheiden. Okay, Leute, wir kommen jetzt zur letzten Disziplin und zwar die Eisrampe, Leute. Welches Auto hat den besseren Grip und wird es die Eisrampe hochschaffen? Weißt du was, Amir? Ich lass dich einfach mal starten. Wir werden mal schauen, wie Amir hier abschneidet. Er fährt hier direkt los, wird jetzt natürlich aber hier erstmal nochmal, kriegt jetzt hier einen kleinen Slowdown, weil es kommt ja natürlich hier nur auf den Grip der Fahrzeuge an. Okay, Amir hat hier Sportreifen drauf. Oh ja, Kiste. Ja, 100. Oha. Hä? Let's go. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass die Kiste so weit kommt. Ist doch voll das Bummi-Auto. Rutschig. 95? Oh, ja! Ich hab doch gesagt, du bist ein zweitklassiger Tuner. 95 schafft er mit diesem Bummi-Auto? Yippie! Okay, Leute, dann ich fahr jetzt mal los hier. Okay, let's go, Freunde. Du wirst verlieren. Und jetzt los. Jetzt müssen wir alles an Geschwindigkeit hier mitnehmen, was wir kriegen. So, komm schon. Oh. Ja. Ja. Ja! Ey, Bro, nee. Digga, das glaube ich dir nicht, Digga. Du bescheißt doch, Alter. Lass mich mal mit deinem Auto fahren. Ja, warte. Ich muss gerade gucken, wo ich es hingetan habe. Bro, wie kommt dieses Schrottauto da 95 hoch? Das ist ja fast wie OP-Truck, Digga. So, warte. Ich gehe ganz kurz holen, ja? Ja. So, Armin, jetzt teste ich mal hier, ob du hier ein Faker bist. Mit deiner Kiste. Ja, 95. Guck mal, wie der so mit so einem kleinen, mit so einem Minivan. Bis, angeblich bis 95 kommt. Der Wagen fährt bei mir gerade mal 100 km/h hier unten. Ja, bei mir ist auch 100 gefahren. So, wir fahren. Okay, gut. Okay, never mind. Ich komme tatsächlich auch weiter als ich. Aber nicht bis 95, komm nur bis 80. Ja, ich bin schräg gefahren, du Genius. Du musst, wenn du ganz hoch fährst, fahr mal ganz links und fang an, ein bisschen schräg zu fahren. Ach, Leute, kein Bock mehr. Gut, Amir, hast gewonnen. Du bist sogar weitergekommen beim Auto. Ja! Ich bin schlechter Verlierer. So ein Ding ist das. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.